Hi, meine Hübschen. Ja, ich möchte mich mal heute mit einem ernsteren Thema an euch wenden. Und zwar ist mir da so eine kleine Sache passiert und die hat mich echt zum Nachdenken animiert, was ich auch echt so krass noch nie erlebt habe. Von daher, wie sagt man das so schön? Kurze Rede, kurzer Sinn. Ja, stimmt das so? Ja. Fangen wir jetzt einfach mal an. Ich habe euch ja die Woche schon einige Foodhauls hochgeladen, da wir einkaufen waren. Und ich habe da echt eine Sache erlebt. Also, sorry, habe ich kein Verständnis dafür. Normalerweise, wenn ich einkaufen gehe und das vorher plane, ziehe ich mich natürlich immer dementsprechend an, mache mich dann zurecht und. Ja. Ne? Und gehe dann raus. Da ist mir das noch nie so aufgefallen. Allerdings hatte ich die letzte Woche auch eine Situation. Wir hatten Holz gemacht, also wir schneiden unser Holz für unseren Kamin selbst, da mein Mann einen Kurs gemacht hat schon immer und schon immer sein Holz selbst macht. Von daher, dann haben wir noch für die Schwiegerleute Holz geschnitten. Ja, und da sieht man natürlich nicht aus wie schickimicki und geschminkt und so weiter und so fort. Und wie gesagt, mir ging es auch nicht gut. Was es allerdings immer noch nicht tut. Und von daher braucht man aber trotzdem Sachen. Und wir sind dann, oder besser gesagt, ich bin dann, während mein Mann noch weitergemacht hat, kurzfristig dann in ein Geschäft gefahren. In den Aldi. Und ich hatte dann natürlich, ich hatte etwas ältere Hosen an. Die waren natürlich auch etwas schmutzig. Hatte ältere Schuhe an und so weiter und so fort. Also ich sah jetzt nicht in dem Sinn jetzt dreckig aus oder verluddelt oder egal was, ja. Es ging eigentlich noch relativ okay. Ich schaue dann auch immer so, dass es nicht unbedingt, ne? Ja, auf alle Fälle bin ich dann in den Aldi. Ich hatte, glaube ich, meine Tochter dabei, ja. Auf alle Fälle bin ich dann in den Aldi, ja, habe ich eben schon gesagt, und wurde dann schon angeschaut, wie ich den Wagen holen gegangen bin. Das ist mir dann aber noch nicht so aufgefallen, in dem Sinne, ich meine, Leute gucken immer mal wieder, ja. Ja. Und dann gab es da so eine Situation, dass wir dann da immer angeschaut wurden, also zumindest ich kam mir dann wirklich so angeschaut vor. Ich fühlte mich auch irgendwann richtig unangenehm. Wie gesagt, die Klamotten waren nicht dreckig in dem Sinn. Von daher, ich habe es nicht ausgesehen wie ein Penner oder irgendwas. Ja, ich möchte ja auch keinen angreifen. Ja. Und dann sind wir nebendran noch in den Edeka. Das ist ja dann schon was Gehobeneres, ne? Aber ich sage mir immer, mein Geld ist genauso rund wie anderes und mein Geld stinkt nicht. Also von daher ist ja eigentlich egal, wenn man aussieht, Hauptsache man kauft was. Ja. Und da mir dann diese Situation dann im Aldi wieder ins Gedächtnis kam, habe ich am nächsten Tag im Edeka, ja genau, das war die Situation, habe ich dann einen Selbstversuch gestartet. Ich bin dann zweimal in den Edeka, einmal wieder normal angezogen und einmal wieder in Arbeitskleidung. Ich hatte nicht wieder Jogginghose oder irgendwas an, sondern ich hatte Arbeitskleidung an. Das heißt so eine Schaffhose, ganz normale Schuhe, ein bisschen so eine Jacke und Pullover und bin dann in den Edeka an die Fleischtheke. Zuerst war ich an der Käsetheke gestanden. Und habe, was wollte ich denn kaufen? Irgendeinen Käse. Dann kam eine Frau vorbei, die kam schon von Weitem und machte so. Die war ganz normal angezogen, also es war keine irgendwie mit High Heels und Schminke und. Ja, ganz normale Hausfrau, dachte ich zumindest. Und hat dann wirklich erstmal so gemacht. Ich habe das dann so aus dem Augenwinkel vom Regal dann so gesehen. Hab mir dann dabei nichts gedacht. Die ist dann die ganze Zeit um mich rumgeschlichen und wollte dann immer an den Käse.
ich bin dann freundlicherweise, habe ich dann zu ihr gesagt, oh, Entschuldigung, dass ich Ihnen im Weg stehe, und habe dann so meinen Wagen zurückgezogen und habe sie dann an den Käse gelassen. Ja. Sie hat sich dann auch nicht bedankt, was ja schon normalerweise zum guten Ton gehört. Ja, ich habe mir dann gedacht, okay. Und dann ist hier die Käsetheke, dann läuft man so ein paar Meter vor, dann ist hier die Wurst- und Fleischtheke. Ja. Ich bin dann dahin und sie war dann wieder vor mir gestanden und hat dann wieder hier versucht, so über die Regale zu schauen. Und ich habe dann meinen Wagen wieder zurückgezogen und habe dann zu ihr gesagt, oh, Entschuldigung, stehe ich Ihnen schon wieder im Weg, das tut mir aber leid. In diesem Moment schaut die Dame mich an, macht wieder so, guckt mich wieder von oben bis unten an und sagt dann, wissen Sie was, ich kann mich auch melden. Ich bin alt genug, was denken Sie denn von mir? Ich bin ja normalerweise keine Person, die auf den Mund gefallen ist. Also normalerweise fällt mir wirklich zu jeder Situation oder zu jedem irgendwas ein. Und gerade zu solchen Sachen. Leute, in diesem Moment, ich wusste echt nicht mehr, was ich sagen sollte. Das Problem ist, das ging noch weiter. Diese Dame war nicht nur sehr unfreundlich, dabei hatte ich ganz normal nur Entschuldigung gesagt, dass ich ihr schon wieder im Weg stand, weil ich das Gefühl hatte, dass sie da dran wollte und ich nicht wegging. Und kennt ihr diese spitzfindigen Sticheleien, so Kommentare? So, sie hatte sich dann erstens mal noch an der Wursttheke vorgedrängelt, das heißt, obwohl ich dran war, hat sie einfach ihre Bestellung abgegeben oder gesagt, was sie möchte. Dann habe ich gesagt, eigentlich wäre ich jetzt dran, aber ich lasse die Dame gern vor, was mir in diesem Moment echt schwer gefallen ist. Ja, und ihr glaubt nicht, was diese Dame dann gesagt hat. Sie hat das dann gesagt, obwohl noch mehrere Leute in der Schlange gestanden sind und auch Verkäuferinnen vor der Theke gestanden sind. Ja, das hätte ich mir jetzt auch so gewünscht, dass sie mich vorlassen, weil ich denke, für sie ist der Edeka nichts, weil die Arbeiter müssen leider in einer anderen Klasse oder in einem anderen Geschäft einkaufen gehen. Leute, ich kann es euch sagen, in diesem Moment war mir echt, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ich habe in dem Moment nicht mehr gewusst, was ich sagen soll. Ich habe meine Sachen geholt, habe bezahlt und bin raus und habe die Geschichte meinem Mann erzählt. Und diese Dame ist mir dann auch hinterher gefolgt und ist dann auch auf dem Parkplatz gestanden und hat mir wirklich noch nachgeschaut und wirklich noch von wegen, das geht ja gar nicht und sie hat wirklich in einer Litanei, bis ich im Auto saß, auch im Geschäft, wirklich so von wegen, wie kann ich jetzt in dieser Montur hier einkaufen gehen? Leute, mir fällt dazu echt im Moment nichts mehr ein. Ich musste euch das erzählen. Diese Geschichte hat mich echt zum Nachdenken gebracht, ganz ehrlich. Und das war jetzt nur, sagen wir mal in Anführungsstrichen, eine harmlose Geschichte, da ich nur Arbeitsklamotten anhabe. Wie überheblich ist unsere Gesellschaft geworden, ganz ehrlich. Wie abgehoben und... Entschuldigung, ich finde das Wort jetzt nicht, ich wollte es mir noch aufschreiben. Voreingenommen, genau. Wie voreingenommen ist unsere Gesellschaft? Meine Güte, im Himmel, nein. Also, das macht mir wirklich Angst. Wenn ich sehe, was im Moment abgeht, wenn nur jemand die Straße langläuft und vielleicht mal kurz sich den Fuß verknackst oder mal kurz krumm läuft oder egal was, dann kommen schon dumme Sprüche. Oder es läuft jemand an einem vorbei, dem gefällt die Augenfarbe nicht. Heißt schon, Igitt, wie bist du hässlich? Oder
Leute, mein Gott, wo sind wir hingeraten? Was geht in dieser Welt ab? Das ist doch nicht normal. Ich habe echt Angst, wirklich echt Angst vor der Zukunft, was da noch kommen mag. Das ist ja, boah, das geht gar nicht, oder? Das ist, da heißt es immer, die Jugendlichen haben keinen Respekt vor den älteren Leuten. Leute, diese Frau war vielleicht, sagen wir mal, 50 im Höchstfall, 45, 50. Ich kann doch das für mich behalten. Das ist doch, wie gesagt, mein Geld ist auch rund und mein Geld stinkt auch nicht. Das ist ganz normales Geld. Ich gehe für mein Geld arbeiten. Und warum soll ich nicht mal in Arbeitssachen in den Edeka laufen, wenn ich jetzt meine Sachen noch anhält, wenn ich Krankenschwester oder egal was wäre und würde in den Edeka oder in ein Bistro oder egal irgendwas gehen würde, was kaufen. Ich glaube, diese Frau würde mich, wenn sie der Inhaber wäre, hochkant rausschmeißen. Das ist Diskriminierung ohne Ende. Ich weiß echt nicht, was ich da noch sagen soll. Mir fällt dazu nichts ein. Diese Sache hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Und ich habe wirklich diesen Selbstversuch, da ich diese Geschichte vorher im Aldi erlebt habe, dieses Angeschaute, echt gemacht. Leider konnte ich es euch nicht filmen, weil ich schätze, dann wäre ich hochkant rausgeflogen. Aber ich finde das unter aller Kanone wirklich, wo wir heute in unserer Gesellschaft hingekommen sind. Ganz, ganz ehrlich. Da geht es nicht nur um diese Geschichte, da geht es, egal, wenn ich eine Behinderung habe, wenn ich, selbst wenn ich nur meinen Arm in Gips habe, dann kommt gleich, wie sieht denn der aus oder so. Leute, ich habe da echt wirklich Angst vor der Zukunft, wo das noch hinführen soll, was das noch gibt, dieses ganze Cybermobbing, diese schlimmen Geschichten, die es davon gibt, diese... Sorry, mir fällt dazu nichts mehr ein. Ich bin da echt, wenn ich diese Geschichte erzähle, immer noch platt. Das ist... Ihr könnt es mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon ähnliche Geschichten erlebt habt, ob ihr auch schon gemobbt worden seid oder ob ihr auch schon so überhebliche Sachen erlebt habt. Oder ich denke, jeder hat sowas mal erlebt, aber schreibt mir mal eure Geschichten unten in die Kommentare, das würde mich echt freuen, oder was ihr von der ganzen Sache hält. Das ist echt der Burner. Also sowas habe ich noch nicht erlebt, ganz ehrlich. Das ist dermaßen erschreckend. Also diese Diskriminierung und voreingenommene und überhebliche Gesellschaft, die wir im Moment haben, ganz, ganz ehrlich, ist ganz, ganz schlimm. Und ich hoffe echt, aber ich glaube nicht dran, dass sich das irgendwann mal wieder ändern wird. Also, aber ich glaube echt nicht dran. Selbst wenn jemand nur einen Sprachfehler hat. Ich bin auch nicht perfekt, ich lispel auch. Ja, selbst da bekommt man schon blöde Kommentare oder diese ganzen blöden Kommentare, immer die unter den Videos stehen. Leute, seid doch nicht immer so voreingenommen. Lernt doch erstmal den Menschen kennen und urteilt nicht immer gleich nach dem Aussehen. Das ist echt, also... Sorry, ich wollte euch jetzt die Geschichte echt nur mal erzählen und euch echt mal zum Nachdenken anregen, weil das liegt mir echt am Herzen. Und das ist echt krass. Ich hätte das nie von solch Erwachsenen, die immer sagen, oh, die Jugend hat keinen Respekt mehr und die Jugend sollte viel mehr sensibler sein und. Aber wenn man das von so älteren Leuten erleben muss, und dann soll sich die Jugend ändern? Nee, also wenn es da schon anfängt, dann meine Güte. Wo führt das nur hin? Ja, ihr Lieben, das Video ist jetzt schon 15 Minuten lang. Ich habe euch... Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Es tut mir dann echt leid, aber mir war diese Sache echt am Herzen gelegen und diese Geschichte. Ich wollte euch die unbedingt erzählen, weil ich es echt noch nicht selber glauben kann, was da so passiert. Und wie gesagt, schreibt mir unten in die Kommentare, was euch bewegt, was ihr so erlebt habt. Würde mich freuen. Und was ihr davon haltet.
Ja, und ich hoffe, ihr habt trotzdem noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.